Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein Fullface mit euch schminken aus Adventskalender. Genau, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ja sehr viele ausgepackt, bislang, ich glaube über 160. Vor mir stehen auch noch ein paar, das heißt im Dezember geht die Party auch noch weiter ab. Aber ich möchte jetzt schon ein paar Produkte verwenden. Da habe ich jetzt hier schon mal mir so ein Tray zusammengestellt mit Tools und Produkten. Und hier habe ich mir auch tatsächlich sogar aufgeschrieben, Entschuldigung, ein bisschen häufig tatsächlich, ne? Aus welchem Adventskalender das jeweilige Produkt kommt. Das finde ich sehr, sehr cool, dass die Vergangenheits-Claudi das gemacht hat. Dann kann ich euch das nämlich sagen. Solltest du dieses Produkt gerade in deinem Adventskalender drin haben, ist es nämlich ganz cool, dass du vielleicht weißt, wie du es anwenden kannst, ne? Okay, also, bei den Tools habe ich es mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Das habe ich toll gemacht. Und ich starte die Geschichte einfach mal mit einem Primer. Den habe ich aus dem Cult Beauty Adventskalender von Say. Ich verlinke euch die Produkte auch, soweit ich sie finden kann, in der Infobox, ne? Oh, und erinnert mich auch so ein bisschen an den von Love damals, glaube ich. Sieht dem sehr ähnlich. Oh, sehr glowy, sehr, sehr glowy, sehr, sehr cool. Ich habe die anderen Produkte, die ich quasi aus dem Make-up-Bereich, aus den Adventskalendern behalten habe, auch in meiner Schublade neben mir. Das heißt, da wird es vielleicht noch das ein oder andere weitere Fullface geben. Sofern, ja, ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da kann ich euch auch einfach mal so, ja, noch mehr Varietät zeigen und dann Inspiration geben. Und ja, den Primer trage ich mir auch so ein bisschen am Hals auf. Auch der Hals darf ein bisschen glowy sein, glaube ich. Ist auch ganz interessant, ne? Also der spendet schon irgendwie ein Stück weit Feuchtigkeit, aber nicht zu viel. Ich habe ja auch Hautpflege drunter, das funktioniert alles super zusammen. Schöner Primer. Schön, 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 schön. So, ich habe auch ein Handtuch neben mir, damit ein bisschen die Hand sauber gemacht. Als nächstes habe ich natürlich die Foundation von dem Asam. Hier so, genau. Oh ja, Porcelain Tint habe ich mir sogar dann jetzt hier reingelegt. Das ist großartig. Ich hatte nämlich eben, als ich unten noch gesessen habe beim Abendbrot, habe ich mir gedacht, oh je, habe ich mir jetzt echt die M. Asam Foundation rausgelegt, denn die normale Farbe wäre mir jetzt viel zu dunkel. Und ja, oh, muss man das wahrscheinlich schütteln vorher, oder? Kneten oder so. Da kam gerade ein bisschen Öl raus. Das ist, wenn manchmal einfach, ne, wenn Produkte sich so absetzen, passiert das. Das ist ja auch so ein Mousse-Make-up, glaube ich, ne? Also das hier auch. Denke ich schon. Das ist das ganz normale Magic Finish, ist nur halt in einer anderen Farbe. Ja, ich glaube, das könnte farblich ein bisschen besser passen als die reguläre Farbe aktuell. Ich verteile mir das erstmal so ein bisschen mit der Hand. Oh, ich glaube, ich habe viel zu viel genommen. Einfach mal direkt dieses Abmattierte, ne? Aber dadurch, dass ich einen Glowy Primer drunter habe, sieht das nicht ganz so wild aus. Ich versuche die Wurst, die ich hier aufgetragen habe, jetzt auch noch ein bisschen mit rüber zu ziehen, weil da war ein bisschen viel Produkt am Start. Und das funktioniert wirklich am besten mit den Händen, auch wenn die Hände nachher ziemlich spackig aussehen. Aber das ist nicht schlimm, die kann man ja waschen. Verträgt sich auch ganz gut mit dem Primer, finde ich sehr schön. Ziehe ich auch ein bisschen den Hals so runter, aber farblich passt das richtig gut. Da habe ich nicht mit gerechnet, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das Porcelain Tint noch gar nicht ausprobiert hatte vorher. Glaub nicht. Mag ich, ne? Also jetzt die Hand einfach so ein bisschen am Handtuch abputzen. Und ja, definitiv. Also eine schöne Sache. Man braucht jetzt für den Alltag theoretisch hier jetzt nicht irgendwie das groß abpudern oder so, aber ich gebe mir jetzt hier gleich noch auch weitere Pudertexturen drüber. Deswegen werde ich das nachher auch noch machen müssen. Aber das behalte ich mir auf jeden Fall noch im Hinterkopf. Richtig schönes Alltagsprodukt für mich. Ein Concealer habe ich auch, und zwar von Belle Hypoallergenic. Der war in dem Adventskalender von Belle Hypoallergenic drin, genau. Und zwar der Aloe Eye Concealer. Genau, ich glaube, da stand doch 01 Light, ist hier die Farbbezeichnung. Bin sehr gespannt, ob der sich mit der Foundation verträgt. Das ist nämlich immer so eine Sache. Mit der Foundation verträgt sich halt wirklich nicht alles. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Habe ich hier einen Concealer-Pinsel? Ich habe hier einen von Jack's Beauty Line aus dem sehr interessanten Adventskalender. Und werde jetzt einfach mal versuchen, mir damit den Concealer einzuarbeiten. Ja, der ist wirklich farblich passend für mich. Auch farblich zu Foundation passend und von der Deckkraft her würde ich den auch eher als leicht bezeichnen. Also der Concealer macht soweit erstmal einen okayen Eindruck, ne? Sitzt jetzt nicht perfekt auf der Haut, aber ich habe den jetzt ja auch nur mit dem Pinsel eingearbeitet. Ich kann ja nochmal vorsichtig mit dem Schwämmchen drüber gehen, aber da muss ich mit dem Magic Finish etwas aufpassen. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich die Masern, ne? Ich weiß gerade nicht, aus welchem Adventskalender ich diesen Schwamm habe, aber den finde ich auch sehr, sehr gut.
Als Lidschattenprimer habe ich hier aus dem Purish Adventskalender den Be Perfect Perfect Prime Primer. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier mit dem Füßchen auf meinen Augenlidern auf. Aber ich frage mich halt immer wieder, ist das wirklich sinnvoll? Also braucht man einen Lidschattenprimer? Naja, ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass ich den hier im Purish Adventskalender hatte, denn der macht auf jeden Fall einen guten Job, ne? Aus dem Revolution Adventskalender habe ich hier den, war der wirklich im Revolution Adventskalender? Ich glaube schon. Super Dewy Liquid Blush, das ist dieser hier, oder mache ich erst den Bronzer? Quatsch. Erst Liquid, ne? Genau. Ja, den hatten wir in anderen Farben auch in anderen Adventskalendern drin, zum Beispiel auch in dem Adventskalender von Purish. Ich finde aber, hier ist die Farbe für mich persönlich einfach ein bisschen charmanter. Ich nehme jetzt einfach weiterhin diesen Pinsel hier, arbeite ihn mir hier in den Pinsel ein und trage mir den dann auf. Der ist jetzt ein bisschen kleiner, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt so klarkomme. Ich kann damit definitiv sehr präzise arbeiten und der ist ja mal richtig krass pigmentiert. Holla, die Waldfee. Der trägt jetzt auch ein bisschen die Foundation, glaube ich, ab. Das ist etwas schwierig. Könnte natürlich auch am Pinsel liegen, ne? Oder am Schwämmchen. Und wenn der Bademeister nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Ja, ich weiß. Nun ja, dann hatte ich ja diese sackenteure Charlotte Tilbury Beauty Chest und da war Beauty Light Wand Easy Highlighter in der Farbe Spotlight in einer sehr kleinen Größe mit 5 Millilitern drin. Das ist halt eine kleine Version von dem, was wir normalerweise auch so kennen, was ich gut finde. Das heißt, wir drücken hier das Produkt in das Schwämmchen und haben das Produkt im Schwämmchen und dann können wir uns den auftragen. Den habe ich auch schon mal gehabt, den habe ich auch schon mal leer gemacht, den mag ich sehr, sehr gerne. Auch den kann ich mir jetzt hier mit dem Pinsel verteilen. Und der gibt schon richtig was ab hier, ne? Das ist Kabitjes. Mag ich einfach super gerne. Und ich finde es auch nicht so schlimm, dass hier nur 5 Milliliter drin sind, weil in der Theorie ist es halt auch einfach so, oder in der Praxis, Quatsch, nicht in der Theorie, dass es ewig dauert, bis man das Produkt aufbraucht, ne? So, ich bräuchte jetzt theoretisch auch gar kein wirkliches Puder, weil eigentlich funktioniert das alles soweit, aber ich habe hier Puder und das möchte ich gerne ausprobieren. Zum einen habe ich hier von Ofra das Airbrush Setting Powder Brightening in Strawberry. Das ist halt dieses Produkt, was wir mit 6 Gramm, ich glaube auch in dem Purish Adventskalender, nee, in dem Crash Cosmetics Adventskalender drin hatten. Und das ist rosa und das finde ich einfach super aufregend. Huch, das hatte ich wohl schon geöffnet. Schön. Okay, so, dann nehme ich mir jetzt hier mal so noch ein, das ist ein Highlighter-Pinsel. Egal, damit werde ich jetzt auf jeden Fall unter meinen Augen das Puder auftragen. Das ist auch von Yux Beauty Line. Nehme ich das, was ich hier noch im Deckel schon drin habe, den Pinsel aufgeladen, ne? Und kann damit den Concealer unter meinem Auge entsprechend setten. Du kannst es natürlich auch fürs komplette Gesicht verwenden. Ich verwende es jetzt aber wirklich nur um die Augen drumherum. Ich glaube, den Adventskalender von Crash Cosmetics gibt es auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, den hätte ich euch dann auch natürlich verlinkt, ne? Also sofern die Adventskalender, aus denen ich jetzt die Produkte hier nehme, generell noch verfügbar sind. Hui, das ist nicht nur so ein leichtes rosa Puder. Ist das ein Blush? Nee. Brightening? Airbrush Setting Powder. Ich finde nämlich jetzt, dass meine Augen rosa aussehen. Das ist krass. Okay. Ich habe jetzt hier einen Pinsel von Nire. Den habe ich, glaube ich, dann aus dem Goodiebox Adventskalender. Den verwende ich jetzt mal, um das ein bisschen abzuwischen. Okay, dann wird es weniger. Mhm. Nicht, dass ich jetzt rosa Augen kriege, das wäre ja was. Das brauchen wir nicht. Mhm. Aus dem Kosmeterie-Adventskalender habe ich hier von Rodial 5,5 Gramm von dem Glass Powder. Ein super, super gehyptes Produkt war das. Und ich war super glücklich, dass wir das auch mit in dem Adventskalender gefunden haben. Gebe ich mir ein bisschen was in den Deckel rein. So. Ich kann ja erstmal gucken, wie sehr das Schimmer hat. Nee, hat keinen Schimmer. Das ist schon mal super positiv, ne? Schön. Nehme ich mir auch hier den Nire-Pinsel, arbeite das in die Pinselhärchen ein und puder damit mein Gesicht ab. Macht ein schönes Finish. Das ist ein tolles Puder, Leute. Nicht schlecht, Herr Specht. Herzlich willkommen in meiner Sammlung. Dann haben wir als nächstes einen Bronzer und da habe ich einen von Zoeva aus dem Douglas Adventskalender. Wo ist er denn?
Oh, ich hätte noch einen Pinsel gehabt. Nehme ich dann fürs nächste Fullface, wenn ihr es möchtet. Den Santorini in der Farbe Medium. Mal gucken, ob das was wird mit uns beiden. Wie gesagt, aus dem Douglas Adventskalender. Eine kleine Größe. Ne? Wir haben hier ganze 3 Gramm drin. Und dann nehme ich auch wieder den Pinsel hier. Und mal gucken. Aber man kennt es ja auch von den Zoeva Bronzern. Die sind halt wirklich super, super dezent. Also ich sehe ihn auch einfach gerade kaum auf meinem Gesicht. Sehr subtil, ne? Also da sieht man jetzt keinen Riesenunterschied zwischen der Seite, wo ich ein bisschen was aufgetragen habe und der Seite, wo ich noch nichts aufgetragen habe. Und das ist Medium. Also finde ich jetzt nicht so. Also jetzt so, was ich jetzt hier sehe, ne? Vielleicht beim Schnitt denke ich mir, wow. Aber jetzt gerade bin ich da nicht so von überzeugt. Ich habe noch einen Puderblush. Ich, gib mir den einfach drüber. Aus dem Benefit Adventskalender den Willa habe ich hier. Ich habe ja schon den Shelly und das ist jetzt der Willa. Und das ist eine kleine Größe mit 2,5 Gramm. Und ja, ne, ist in der Pappverpackung. Dann schauen wir mal, was der so kann. Ja, wow, wir haben auf jeden Fall Glow noch mit am Start. Schön, was ich jetzt hier so sehe, ne? Derbe Glow. Ich würde sagen, in Kombination mit dem Creme Blush, der ja da drunter ist, wirkt das Ganze jetzt auch etwas harmonischer, etwas gleichmäßiger aufgetragen. Ich finde, dass der von Revolution doch etwas fleckiger aussah. Und jetzt haben wir wieder eine etwas vernünftigere Kiste im Gesicht. Nun denn, ja, mag ich, werde ich weiterverwenden, auf jeden Fall. Augenbrauen, oder? Nein. Erstmal die Lippenpflege. Da habe ich jetzt just mal gerade den Clarin Adventskalender für euch mit euch ausgepackt und da war dieses Lippenöl drin. Ich mag so gerne Lippenöl, Leute, ich sag's euch. Ja, ich weiß gar nicht. Doch, Petaya 04 ist die Farbe. Das ist eine Full Size mit 7 Millilitern und wir haben hier so ein dickes, großes, tolles Füßchen dran. Und damit kriegen meine trockenen Lippen einfach wieder ein bisschen Feuchtigkeit. Man hat jetzt auch schon ein bisschen Farbe mit dabei und ja, der schmeckt super fruchtig und schon ein bisschen süß auch. Ich mag den. Also den Lippenöl, das Lippenöl, ne? Finde ich sehr empfehlenswert. Cool. Ja, ist nur ziemlich teuer, glaube ich. Egal, mag ich. Augenbrauen von Nui. Da wollte ich euch auch noch demnächst mal ein Fullface von schminken. Brow Sculpt in der Farbe Reo. Da bin ich auch sehr gespannt. Eine Brow Pomade. Das schaut einmal so aus und dann gucken wir einfach mal, ob ich damit mit diesen 2,5 Gramm, ich werde jetzt nicht alles auf die Augenbrauen drauf machen, aber ob ich damit auch eine vernünftige Farbe erwischt habe. Ich habe ein bisschen, nicht Schiss, nein, Respekt. Denn Augenbrauenpuder und ich sind eigentlich nicht die allerbesten Freunde, Augenbrauenpomaden. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, ob ich das damit hinkriege, mir feine Härchen einzuzeichnen und meine Augenbrauen relativ natürlich und schick aussehen zu lassen. Aber ich sehe jetzt schon, dass das mir vielleicht ein ganz kleines bisschen zu, ja, warm sein könnte. Das macht aber einen ganz guten Eindruck. Also so mag ich das wirklich leiden, ne? Das ist cool. Also schön. Schreibt mir auch gerne mal unter diesem Video in die Kommentare, welche Produkte aus Adventskalendern ihr definitiv auch nochmal in Einsatz sehen möchtet. Dann würde ich mich da natürlich auch vorrangig drum kümmern wollen, ne? Dass ihr dann auch die Produkte seht, die ihr sehen wollt. Ich weiß auch nicht, hier ist es relativ sauber geworden. Hier habe ich es aber irgendwie ein bisschen unsauber gemacht. Nun ja, aber nichtsdestotrotz gefällt mir meine Augenbrauengeschichte jetzt. Hätte ich nicht mit gerechnet, ne? Ich finde es toll. So, schön. Schön. Aus dem Sephora Adventskalender, aus einem der vielen, habe ich hier auch das Sephora Augenbrauengel, das Clear Brow Gel mit 5 Millilitern. Ja, das, aua, sieht nicht so aus, als hätten wir jetzt ein super nasses Bürstchen oder super viel Produkt am Bürstchen. Das ist schon mal positiv, weil dann kann man damit auch etwas leichter arbeiten. Und jetzt gehe ich einfach nur so durch meine Augenbrauenhärchen durch. Okay, da kommt auch jetzt nicht so super viel Produkt drauf, wenn ich das richtig habe. Weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja super im Zusammenspiel mit einer Pomade, ne? Weil sonst könnte es ja passieren, dass man die aus Versehen abträgt, weil es halt so nass wird. Aber ich bin mal gespannt, inwiefern die ganze Geschichte dann auch fixiert. Gefällt mir erstmal so weit, so gut. Jetzt kommt die Lidschattenpalette. Aus dem Sephora Favorites Adventskalender habe ich hier die Anastasia Beverly Hills Glam to Go Palette. Und es ist ganz interessant, dass ABH jetzt auch allerhand kleine Paletten rausgebracht hat. Auch diese 9er Paletten habe ich jetzt schon viel gesehen. Und ich hatte ja auch meine, oder sehr viele von meinen Paletten aussortiert gehabt von Anastasia Beverly Hills, weil die Qualität auch einfach nicht mehr so gut war. Ich bin gespannt, wie sie jetzt sein wird. Es wird wahrscheinlich jetzt auch etwas, ja, natürlicher, etwas zurückhaltender.
aber vielleicht wird es auch ganz schön. Aber das soll natürlich nichts Negatives heißen. Ich habe aus dem Maybelline Adventskalender auch noch diese Lidschattenstreifen, Lidschattenhelfer. Davon werde ich mir jetzt einfach mal zwei aufkleben. Boah, das hält wirklich richtig, richtig krass. Wow, ich hoffe, dass ich damit nicht meine komplette Base gleich mit runternehme. Ich nehme jetzt erstmal aus dem Crash Adventskalender diesen Pinsel hier und die Farbe Softie. Das ist dieser Peach-Ton hier. Ich habe hier auch einen Spiegel drin, das finde ich auch sehr praktisch. Den trage ich mir dann zuallererst einfach in meiner Lidfalte auf. Der ist schon ganz gut pigmentiert, ne? Der lässt sich aber schön ausblenden, schön auftragen. Also da kann ich mich jetzt wirklich null beschweren. Ist ein sehr, sehr schöner Ton. Die Farbe Dawn, das ist ein wunderschöner Taubton. Hat auch so ein bisschen Schimmer mit drin. Ist aber eigentlich eher ein matter Ton. Den setze ich mir hier außen an und ziehe mir den auch ganz, ganz leicht in die Lidfalte. Dass dann nur so ein kleiner Schatten durch entsteht. Also ich würde jetzt sagen, dass die Töne aus der Palette sich jetzt nicht ganz so staubig anfühlen, wie man das sonst bei Anastasia Beverly Hills in den Paletten so drin gehabt hat. Ne? Sie lassen sich schon schöner verarbeiten und haben deutlich weniger Fallout oder so. Klar, Kickback im Pfändchen, also das, was man halt dann quasi hier so als Puder so dran hat, was man so wegpustet. Aber das ist jetzt kein Beinab. Und ich glaube, den Ton nehme ich mir auch direkt auf mit einem Pinsel aus dem Look Fantastic Pinselset und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir jetzt den Ton Dusk. Das ist ein sehr, sehr dunkler, aschiger Braunton. Auch hier mit diesem, ja, eigentlich ist es ein Eyeliner-Augenbrauenpinsel. Den setze ich mir im unteren Wimpernkranz nur so im äußeren Drittel rein. Und für oben nehme ich wieder den Pinsel, den ich eben schon die ganze Zeit hatte. Nehme mir ein bisschen was auf und verwende das nur ganz, ganz außen und auch entlang des Streifens, um so eine Art Liner zu schaffen. Ich verwende aber gleich noch einen normalen Eyeliner. Also das sieht meiner Meinung nach sehr elegant, sehr, sehr schön aus. Ich finde es hier außen ein ganz, ganz kleines bisschen fleckig, was daran liegen könnte, dass dieser Dawn-Ton ja auch Schimmer mit drin hat. Das heißt, er reflektiert je nachdem, wie man seine ja, sein Gesicht bewegt, ne, das Licht halt anders und kann dadurch fleckig wirken. So, jetzt möchte ich mir ganz gerne Schimmertöne aufgeben. Und heute möchte ich es einfach mal auch ohne den NYX Glitter Glue versuchen. Ich versuche jetzt mal mit Pretty und Fireworks zu arbeiten. Oder wir swatchen die jetzt erstmal. Oh ja. Gewohnte Cremigkeit von diesen wundervollen Tönen von Anastasia Beverly Hills. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder fast vergessen gehabt. Also der Ton ist natürlich jetzt richtig cool. Also Pretty kann ganz gut werden. Die können alle jetzt ganz geil werden. Den möchte ich nach innen hin haben. Ich glaube, das macht das Ganze nochmal richtig strahlend. Und ich glaube, dass ich mir den nach außen geben werde und heute nicht Fireworks verwende. Also Sunburst. Den möchte ich in meinem inneren Drittel sehen. Das heißt, den gebe ich mir einfach hier oder in der inneren Hälfte, ne, mit dem Finger so auf. Wie gesagt, wenn man jetzt einen Glitterglue verwenden würde, würde man hierdurch nochmal eine Intensivität schaffen. Aber ich wollte jetzt einfach mal versuchen, die Palette so für sich zu verwenden. Und das ist ein wunderschöner Orange-Schimmerton, der auch ein bisschen Goldpigmente so mit drin hat, ne? Und dieser Look käme, glaube ich, auf blauen Augen extrem gut, weil du da halt so richtig diese Strahlkraft noch rausholst, ne? Da strahlen blaue Augen richtig doll mit. So, und nach außen hin gebe ich mir dann den Pretty Ton. Das ist dieser, blass-lila Ton fast schon. To? Weiß ich nicht. Ton? Das sind jetzt nicht so funkelnde Töne, ne? Das sehen wir auch. Also die sind jetzt nicht so, ich schimmer mit der. Keine Ahnung, mit den Sternen um die Wette Töne, aber es sind halt solide Töne. Ob man das dann jetzt in dem Preissegment braucht, ist dann letztendlich jedem natürlich selbst überlassen. Die sind sehr weich, lassen sich aber recht einfach verarbeiten. Ich brauche auf jeden Fall noch Schimmer im Innenwinkel. Das gibt jetzt diese Palette für mich nicht unbedingt her, aber da kann man ja einfach mit dem Highlighter dran gehen, ne? Aus dem Art Deco Adventskalender habe ich den High Intensity Precision Liner 10. Das ist dieser hier. Und ja, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Das ist eine Pinselstiftspitze. Nein, doch. Es ist mit Pinselhärchen. So,
Plastikkärchen. Und ich wollte mal ausprobieren, dass ich jetzt diese Viecher auch dran lasse, sodass ich da halt irgendwie gleichmäßig dann auch arbeite. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob das einfacher ist. Mal gucken, mal gucken. Und ich mag diese Spitzen ehrlich gesagt total gerne. Ich meine, dass hier Cindy auch damals immer so von geschwärmt hatte. Also Rosa 87 Lee heißt sie hier auf YouTube. Auf jeden Fall werde ich mutiger mit meinem Eyeliner, wenn ich diese Klebeviecher dran lasse. Und das gefällt mir. Yep, ich habe auf jeden Fall unterschiedlich meine Dings gezogen, meine Klebedinger. Weil hier bin ich sehr steil. Oh, oh. Toller Eyeliner. Den mag ich richtig gerne. Und jetzt kommt natürlich die Stunde der Wahrheit. Ah, boah, ey, die kleben richtig doll, Leute, ne? Au, ich habe mir ein H2 mit rausgerissen. Huh, das ist krass. Hat auch ein bisschen die Foundation hier abgetragen. Ein bisschen ist gut. Da ist jetzt quasi Blanco alles gemacht worden. Mhm. Kann man vielleicht mit dem Schwämmchen nochmal nacharbeiten. Aber das Ergebnis gefällt mir. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Du hast wirklich eine sehr harte Kante. Dadurch, dass es eben so gut klebt, ne, ist da überhaupt gar nichts runtergekommen. Der Eyeliner ist richtig schön geworden auf beiden Seiten. Ich muss euch nur jetzt einfach mal gestehen, dass die Lidschattenpalette nicht bei mir bleiben wird, weil ich sie wirklich sehr, sehr basic finde. Und ich glaube, diesen Look kriege ich auch mit einer Essence oder mit einer Catrice-Palette hin. Deswegen, also ich finde sie nicht besonders genug. Trotzdem für den Alltag wunderschön, ne? Ich hatte mir auch noch einen Silber-Eyeliner rausgelegt, aber den werde ich jetzt nicht verwenden. Der kommt dann beim nächsten Mal oder so zum Einsatz. Was ich jetzt verwenden werde, ist aus dem LH Cosmetics Adventskalender das Setting Spray. Bin ich sehr gespannt drauf. On-Set Long-Lasting Setting Spray. Ja, das ist eine Full-Size. 100 Milliliter sind hier drin. Und das war ja auch ein super teurer Adventskalender, aber tatsächlich nicht der teuerste, den ich ausgepackt habe. Mhm. Sprüht schön. Wird relativ nass auf dem Gesicht, aber angenehm. Hat auch keinen unangenehmen Duft oder so, der mir jetzt irgendwie alkoholisch oder zu stark parfümiert in die Nase steigen würde. Nö, das geht wirklich klar. Das ist positiv. Und dann biege ich mir jetzt meine Wimpern. Dafür habe ich meine ganz normale Catrice Wimpernzange, die ich immer verwende. Aus dem Adventskalender von Lumen habe ich die Stay Definition Long Lasting Mascara hier. Und bin jetzt wirklich sehr gespannt, was die mit meinen Wimpern anstellen wird. Wäre ja schön, Vavavoom Lashes auch zu bekommen, denn das würde den Look für mich halt auch einfach echt aufwerten. Wir haben hier ein Faserbürstchen, was passend für einen Adventskalender einfach mal tannenbaumförmig ist. An der Spitze ist sehr, sehr viel Produkt dran. Mal gucken, ob das was mit uns wird. Hat jetzt soweit keinen Duft oder so. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ist nicht meine Mascara, macht kein Wawawoo. Ist blöd für mich, also nee, mag ich nicht. Und vor allem, ich habe drei Schichten drauf und das sieht trotzdem so aus, was ich jetzt echt nicht cool finde für mich. Und deswegen werde ich das Ganze mit der Mascara meines Vertrauens, die aber auch im Purish Adventskalender drin war, aufpeppen. Und zwar die Nabla Vigis Mascara. Die habe ich ja immer hinter mir im Schränkchen. Schaut so aus, ist wunderschön. Und die darf das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen retten, sodass ich da jetzt ein bisschen mehr Kabitjes reinkriegen darf. Ja, das muss man der Nabla Vigis wirklich zugute halten. Die nimmt ihren Job extrem ernst, ne? Also, ich liebe sie. Ich finde sie wundervoll. Ich, ja, großartige Mascara, definitiv empfehlenswert. Die von Lumen leider nicht. Die hat mir nämlich hier auch noch so einen kleinen Patzer gegeben. Da kann man einfach hier mit dem Spoolie rangehen und das dann wegbürsten, wenn es so ein bisschen trocken ist. Und dann gefällt einem das vielleicht auch etwas mehr, ne? So, ja, jetzt haben wir Augen fertig, wir haben die Base fertig, jetzt sind die Lippen dran. Und die Frisur ist heute einfach mal ein Messy-Bun. Ich finde, das ist auch mal eine schöne Sache. Ich habe auch immer noch dieses Lippenöl drauf. Also das hält auch wirklich gut und das hat auch ein ganz kleines bisschen Farbe gegeben. Das sieht man ja auch, ne? Ich würde es jetzt aber tatsächlich abnehmen. Das mache ich hier nicht mit meinem Handtuch, weil das ist schon dreckig. Dann nehme ich mir jetzt mal ein Kosmetiktuch. Also viel Farbe siehst du hier wirklich nicht drauf, ne? Also da ist nicht so super viel Farbe, aber ich finde schon, dass es meine Lippen perfektioniert hat. Also ich mag es sehr gerne. Jetzt verwende ich einen Lip Liner. Da habe ich den Nabla Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude Nummer 4,5. Und den habe ich aus dem Nabla Adventskalender. Der war so toll. Ich bin so dankbar dafür, dass ich den vorstellen durfte. Hm. Ja, wirklich cool. Und mein Spiegel ist ein bisschen
dreckig. Jetzt mache ich mir damit einen Lip Liner und das ist auch eine warme Farbe, eine sehr, sehr schöne Farbe. Und eine sehr, sehr intensive Farbe. Einigermaßen so, ne? Ja, ist halt für mich auch sehr ungewohnt, so eine dunkle Lippe zu haben. Aber ich gebe mir darüber noch etwas aus dem NYX Adventskalender. Und zwar diese Buttergloss-Geschichte, die so total scharf aussieht. Candy Apple in dieser Swirl-Geschichte. Und hier haben wir auch so eine nicht ganz so Full-Size-Größe, glaube ich, drin. Oder ist das wohl eine, doch 8 Milliliter ist eine Full-Size, ne? Schaut so aus. Und das heißt, ich gebe mir jetzt hier drüber noch ein Gloss. Riecht auf jeden Fall auch wieder süß. Und passt auf jeden Fall auch zum Lip Liner. Ne? Also, wow, ist das eine dunkle Lippe. Mal was ganz anderes. Aber gut, ja. Dafür ist das Ganze ja auch immer wieder da. Also diesen Applikator mache ich dann auch immer am Handtuch sauber, damit halt nicht irgendwelche Rückstände oder so hier reinkommen. Wow. Das ist wirklich ein krasser Look von den Lippen her. Aber so der Augenlook relativ dezent. Auch die Base relativ dezent. Aber die Lippen, die gehen halt ab wie ein Zäpfchen. Ne? Macht auch schöne Zähne. Also ich find, das sieht cool aus. Es ist definitiv was anderes. Damit werde ich gleich auch noch ein paar Unboxings drehen. Die habt ihr dann auch schon gesehen. Und ich bin gespannt, was ihr so sagt. Also ich werde einen Teil der Produkte definitiv direkt ausziehen lassen. Also die Mascara geht, die Lidschattenpalette geht, der Bronzer geht, das pinke Puder geht tatsächlich auch, weil ich finde es einfach, es hat eher was von einem Blush, muss ich sagen. Und auch der Liquid Blush geht. Also das sind tatsächlich die Produkte, die jetzt so auf Anhieb mir nicht gefallen haben. Da muss ich jetzt auch noch in der Langzeitanwendung sehen, wie die Produkte so noch funktionieren. Aber mir gefällt der Look. Ne? Also die Mascara von Nabla hat hier nochmal richtig auch Schwung in die Kiste reingebracht, was auch sehr, sehr wichtig war. Aber an und für sich finde ich die Produkte aus den Adventskalendern, die ich jetzt so im Gesicht habe, schön zusammen. Also das sind nicht nur so Produkte, die einfach nur Lager zusammengefegt und raus damit, sondern da sind halt auch gute Produkte mit am Start und das möchte ich eigentlich auch ganz gerne so mit diesen Full-Face-Geschichten euch zeigen. So, beim Augenbrauen-Gel von Sephora merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel Haltbarkeit. Das wird dann auch direkt weitergehen. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Adventskalender ihr so dieses Jahr für euch habt, welche Produkte ihr vielleicht schon für euch entdeckt habt und wie euch dieses Video gefallen hat. Also so mit einem Daumen nach oben wäre das ganz schön, denn so ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.